Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Ich habe mal wieder was Neues von den Chinesen geschickt bekommen. Das ist tatsächlich so, wenn man so einen YouTube-Kanal hat und das ein oder andere Produkt mal getestet hat, ist man irgendwo bei denen auf der Liste und dann geht's los. Dann bekommst du die verschiedensten Sachen zum Testen von denen geschickt. Aber das hier ist wirklich eine Sache, die ich persönlich ziemlich cool finde. Ihr wisst ja, ich gehe relativ viel joggen und dementsprechend sind meine Füße natürlich immer sehr, sehr stark strapaziert und angestrengt. Und hier, das ist vom Hersteller Moontrax ein Shiatsu-Fußmassagegerät. Das zeige ich heute im Video. Viel Spaß dabei. Los geht's. Schauen wir uns das Ganze jetzt hier direkt mal in der Nahaufnahme an. So sieht das Gerät aus. Ihr seht, daneben haben wir das Netzteil liegen. Das ist am Strom angeschlossen. Auf der Seite hier rechts noch das Gerät dann hier mit dem Netzteil verbunden. Und darunter haben wir hier so ordentliche kleine Gummifüße, sodass es hier sicher steht und alles drum und dran. Und hier, das hier ist jetzt der Bereich, wo der Fuß bzw. links und rechts die Füße reinkommen, um die Massage halt zu genießen. Das ist natürlich jetzt schwierig darzustellen. Dementsprechend hier kann man sich vorstellen, dass jetzt hier so ein paar Noppen, Rollen und alles Mögliche ist, was sich dann auch die ganze Zeit bewegt. Hier in der Seite haben wir noch so Luftkissen, die das Ganze dann ein bisschen enger machen und so. Und da eine wirklich angenehme, muss ich echt sagen, habe es jetzt eine Viertelstunde über den Timer, 15 Minuten oder 30 Minuten kann man es machen lassen. Und eine Viertelstunde habe ich das Ganze auch schon mal ausprobiert. Ist wirklich sehr angenehm. War nämlich gerade auch joggen und danach war das wirklich eine Wohltat, sodass die Füße danach richtig gelockert sind. Ich habe es jetzt soweit mal eingesteckt und ihr seht, dass der Powerbutton hier oben leuchtet. Und wenn wir den einschalten, sehen wir, dass es direkt kommt. Ach krass, da ist sogar Beleuchtung drin. Und ich habe jetzt extra mal die Füße noch nicht reingesteckt, sondern damit ihr sehen könnt, hier bewegt es sich direkt. Ne? Hier ganz gut zu sehen, zack. Da läuft jetzt halt irgendwie so ein Teil hier genau lang und massiert dann den unteren Bereich des Fußes. Also das klappt wirklich gut, muss man ganz klar sagen. Da hat man natürlich hier auch noch verschiedene Stufen, die man machen kann. Zack, gehen wir ein bisschen näher ran, da können wir das hier nochmal sehen. Da sehen wir nämlich Low, Medium und High, also niedrig, mittlere Stufe und die hohe Stufe beim Kneten der unteren Bereiche der Füße. Dann haben wir die Air Compression, auch wieder in drei Stufen einstellbar. Und das, was ich gesagt habe, dass er hier zum Beispiel hier, aber auch hier in dem oberen Bereich, wenn der Fuß hier so drin sitzt, dass er da anfängt, das Ganze so ein bisschen festzuziehen. Zugleich, bis 50 Grad müssten es sein, haben wir auch noch eine Wärmefunktion dabei. Und ja, kann man natürlich auch machen, je nachdem, wie das Wetter ist, jetzt gerade für den Winter kommt, ist das bestimmt gar nicht mal so verkehrt. Aber dementsprechend, ich schlüpfe einfach mal rein, das geht ganz easy, zack und zack, so, zack, da haben wir die Füße drin, schalte jetzt wieder an, ich mache aber die Hitze auch direkt mal aus, ich merke das schon, das ist nämlich ziemlich warm hier und da seht ihr so vielleicht auch ein bisschen, dass meine Füße jetzt hier in dem Bereich ein bisschen wackeln und bewegt werden. Ich merke, dass unten drunter ist wirklich eine ganz, ganz angenehme Knetfunktion, die jetzt hier passiert. Also wenn man sich das überlegt, was es heute technisch alles gibt, ein Gerät kostet 129 Euro. Ich muss sehen, wenn ich es bezahlen müsste, weiß ich nicht, ob es mir kaufen würde, weil es ist echt viel Geld, keine Frage. Aber ich kann mir vorstellen, auf der Kaffeefahrt ist es bestimmt teurer. Und für den einen oder anderen Rentner oder ähnliches oder jemanden, der viel Sport macht, ist es auf jeden Fall eine Wohltat, sowas zu haben. Aber man braucht natürlich die Kohle dafür und den Strom muss man natürlich bedenken. Wir sehen das hier, man kann das Ganze ja auf 15 Minuten oder halt auf, mit dem blauen LED zu sehen, auf 30 Minuten laufen lassen. Hitzefunktion hatten wir gerade, Power on off und hier auch die Knetfunktion. Da merkt man es auch. Ist nämlich jetzt auch schneller und geht auch ein bisschen höher, merke ich jetzt gerade, drückt ein bisschen mehr. Und jetzt schalte ich aber auch nochmal hier die Air Compression hinzu. Seht ihr vielleicht hier? Hier hat sich so ein Luftkissen schon aufgebläht und drückt jetzt hier so ein bisschen mehr, da hat man gerade die Pumpe gehört. Hier, jetzt wieder. Pass auf, ich mache den mal hoch und mache mal die Knetfunktion aus. So, und das ist die kleine Pumpe, die da drin läuft. Und die packt jetzt hier meinen Fuß deutlich enger zusammen, als ob jetzt hier irgendwie so eine Massage, irgendwie sowas hier im unteren Bereich passiert, was weiß ich. Und, oh, Alter, hier. Ich kann die Füße nicht mehr rausziehen. Also das ist... Jetzt lässt er die Luft wieder ab. Also das hat schon richtig Power, das Ding. Das ist schon nicht verkehrt. In Verbindung natürlich jetzt mit der Massage da unten, sodass der Fuß wirklich sehr, sehr gefestigt in einer Position sitzt, funktioniert das echt geil. Also so ist wirklich so hart an der Grenze, wo ich sage, das ist mir ein bisschen zu eng und zu fest da drin. Da will ich es auch nicht drauf anlegen. Beim ersten Mal hatte ich schon Angst, dass er zu fest wird. Aber gut, zur Not einfach hingehen.
ausschalten und da hört ihr, wird die Luft direkt abgelassen und ich kann hier problemlos rausgehen. Also wirklich ganz, ganz bequemes Ding. Also The Roundabout, wirklich ein cooles Teil. Für jemanden, der sowas sucht, kann ich nur empfehlen, wirklich. Ich hier würde jetzt hier im High-Bereich und hier bei der Kompression so im mittleren Bereich bleiben, denke ich mal einfach. Es ist nochmal ein bisschen was anderes als beispielsweise mit einer der Massagepistolen. Habe ich ja auch der eine oder andere schon mal getestet, weil es ist halt auch automatisch. Wisst ihr, sowas kannst du auch unterm Schreibtisch im Büro stehen haben, habe ich mir halt gedacht. So dass du da einfach mal so ein, zwei Mal am Tag das ganze Programm durchlaufen lässt. Musst nicht manuell mit der Massagepistole hingehen oder ähnliches. Und ich glaube, dafür ist es schon ganz sinnvoll. Ich verlinke es euch mal unterhalb des Videos. Haut rein, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten. Ciao, ciao.